Wir lassen mal offen, wer vorgestern in der CZ-Podiumsdiskussion die Phrasendreschmaschine am besten bedient hat und woher die vielen Online-Votings ganz am Ende der Probeabstimmung kamen. Wirklich aus Eschede? Nein, ich hatte noch nie eine Allergie. Sind Sie damit ein bisschen Bammel ins Rathaus in Wadlingen gegangen? Als Klempner, als ausgebildeter Klempner, als medizinischer Bademeister ist man ja nicht automatisch gleich ein guter Samtgemeindebürgermeister. Das ist ein bisschen Bammel. Trauten Sie sich das einfach zu? Oder haben Sie gesagt, ich lasse das auf mich zukommen, ich wachse da rein? Ja, also man sagt ja, die Leute aus Großmoor und vor allem die da geboren sind, die kommen überall durch im Leben. Also da ist man schon ein bisschen selbstbewusst und... Nö, ich kannte ja die Verwaltung schon ein wenig durch mein Ehrenamt, das muss ich fairerweise sagen. Als Bürgermeister kennt man schon, mit wem man zusammenarbeitet. Und ich war sicherlich auch nicht der Wunschkandidat der Verwaltung damals. Der Verwaltungsspitze, die hatten gedacht, da müsste unbedingt ein Jurist kommen. Aber die Bürger haben das anders entschieden. Und deswegen hatte ich Respekt immer, aber keine Angst und kein Bammel, wie man so schön sagt. Sondern Respekt. Und Respekt sollten wir immer haben. Vom nach der Decke strecken, solange bis wir verrecken. Mir ist fürchterlich kalt, ich brauche einen Halt, sonst kommt alles zum Erliegen, wenn die Werte sich verschieben. Darum habe ich mich entschieden. Das, was zählt, zu leben. Mein Name ist Peter Rajewski, ich bin 50 Jahre alt, verheiratet und wohne seit meiner Geburt in Eschede. Meiner Meinung nach haben es die etablierten Parteien immer noch nicht verstanden, dass das Parteiengeklüngel und der Fraktionszwang auf kommunaler Ebene keine Zukunft mehr haben. Mit Buffet hat die Gemeinde Eschede eine riesige Chance, transparente und bürgernahe Politik zu bekommen. Hierfür braucht es natürlich eine Mehrheit im Gemeinderat. Und dies möchte ich sehr gerne mit meiner Kandidatur unterstützen. Persönlich werde ich mich dafür einsetzen, dass wir den Bürgern zuhören, jede Entscheidung auf Sinnhaftigkeit überprüfen, effizienter arbeiten und mehr Demokratie leben. Hierfür stehe ich zur Verfügung. Und ich freue mich auf Ihre Stimme am 12. September. Listenplatz 19. Vielen Dank. Hallo, mein Name ist Ramona Gregoleit. Ich bin 38 Jahre alt, verheiratet, habe zwei Kinder und komme aus Eschede. Ich bin gefragt worden, ob ich nicht für den Ortsrat hier in Eschede kandidieren möchte. Und ich bin überzeugt von dem Wahlprogramm der Buffet 2021. Ich möchte mich in den nächsten Jahren kommunalpolitisch für die Kinder- und Jugendarbeit hier in Eschede einsetzen. Denn die Kinder sind unsere Zukunft. Gehen Sie alle am 12. September zur Wahl und geben Sie Ihre Stimme ab. Hallo, ich bin Angelika Mohr, 63 Jahre alt, verheiratet, in Scharnhorst geboren, lebe seit 28 Jahren jetzt in Eschede. Meine Freizeit verbringe ich als Vorsitzende vom Schützenverein Scharnhorst. Aus dieser Arbeit weiß ich, wie wichtig die Zusammenarbeit und das Miteinander der einzelnen Orte mit der Kerngemeinde Eschede ist. Und für den Gemeinderat würde ich mich gerne einsetzen, dass diese Dialoge weitergeführt werden oder beibehalten werden. Ich möchte mit dem Gemeinderat Eschede neue Wege gehen und alte, eingetretene Pfade vielleicht verlassen. Am 12. September zur Wahl gehen und Ihre Stimme für Buffet abgeben. Mein Name ist David Hilbert, ich bin 38 Jahre alt, verheiratet und habe zwei Kinder. Ich bin Neubürger, berufstätig bin ich als Wachabteilungsleiter einer Feuer- und Rettungswache bei der Berufsfeuerwehr Hannover tätig. 2017 haben wir uns entschlossen, vom Stein oder Meer in die schöne Gemeinde Eschede zu ziehen und dort ein Haus zu bauen. Meine Familie und ich fühlen uns in Eschede pudelwohl.
Daher kandidiere ich zum Ortsrat Eschede, um dieses positive Lebensgefühl an Neubürgern weiterzugeben. Thank you.